Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen hell, weil die Sonne scheint gerade, wofür ich sehr dankbar bin. Deswegen nehmen wir das Ganze mal liebevoll einfach an. Falls ihr Fragen zu diesem Hair-Tutorial habt, ich habe das schon am Montag hochgeladen, verlinke ich das gerne in die Infobox. Dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, war echt super easy. Ich zeige euch heute meine Designertaschen, kurzer Disclaimer, ich sammle schon sehr, sehr lange Handtaschen. Ich habe damals bei Kaufland an der Kasse gearbeitet, habe Monate immer gespart, um mir High-End-Schminke oder Designertaschen zu kaufen, wirklich so ein paar Monate gearbeitet, damit ich eine Tasche mir kaufen kann. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal mit meiner Nude-Kollektion an. Nude, Weiß, Braun, so die Töne. Und dann arbeiten wir uns langsam immer weiter. Wir fangen an mit dem MCM Shopper. Den habe ich auch schon einige Jahre. Meine Schwester hat ihn mittlerweile mit meiner Mama zusammen auch. Und ich habe mir auch einer Freundin zum Geburtstag geschenkt. Das ist dieser Shopper hier. Ist MCM oder MCM ist im Moment, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr so im Trend. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, dass diese Taschen immer raus und wieder reinkommen. Also sie werden dann irgendwann von einem Celebrity wieder getragen und die ganze Welt kauft sich dann wieder diese ganzen Shopper und sowas. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, der nennt sich übrigens Project Visitos Reversible Shopper Medium in Cognac. Er hat damals 500 Euro, glaube ich, gekostet oder 525. In der Boutique in Gummersbach habe ich das gekauft, echt. Und jetzt kostet er 625, habe ich gerade nachgeguckt. Er besteht aus Kunststoff und Leder und ich denke, das Ganze ist hier aufgeteilt. Das hier ist, glaube ich, das Leder, der Rest ist, glaube ich, Kunststoff. Das ist auch sehr dünnes Material, sprich, wenn ihr irgendwo hängen bleibt, dann kann das sein, dass es einreißt. Ist mir an einer Stelle irgendwo passiert und hat mir damals mein Herz gebrochen. Kaum erkennbar, aber hat mein Studentenherz echt in zwei Teile damals gebrochen. Aber trotzdem habe ich ihn wirklich sehr gerne, sehr lange getragen. Er ist super belastbar, da passen wirklich schwere Dinge rein. Würde jetzt keine schweren Dinge empfehlen, weil die Träger sehr dünn sind und eure Schultern sehr strapazieren. Der kommt übrigens mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Klatsch, die ich auch gerne einzeln getragen habe, die man aber auch in der Tasche befestigen kann, sodass man diesen Shopper nicht einfach, oder diese Klatsch nicht einfach aus der Tasche rausnehmen kann. Hier innen ist wie so eine Öse oder wie so ein, ja, so ein Metallding und da könnt ihr dann einfach den Shopper dran befestigen. Als nächstes habe ich eine MCM Bucket Bag mir gekauft. Ich habe die damals über eBay Kleinanzeigen Naomi abgekauft. Sie hatte diese Tasche schon ewig und hat sie damals, glaube ich, für 300 Euro im Netz verkauft. Und ich war sehr froh, dass ich sie noch bekommen habe, weil ich sie bei einer, ich habe sie bei Glück und Glanz gesehen. Und danach hat eine Bloggerin sie dort gekauft und dann gab es diese Tasche auch nicht wieder. Also die wird weder produziert noch irgendwie noch nachgemacht oder so. Ich weiß, jetzt sind diese ganzen Beuteltaschen total im Trend. Gucci hat ganz viele rausgebracht, Saint Laurent glaube ich auch. Und generell diese ganzen High-End-Brands haben alle diese Beuteltaschen wieder zurückgeholt. Und die hier habe ich wirklich sehr gerne getragen. Da passt so viel rein. Mein Portemonnaie passt da rein, mein Handy passt da rein, da passen Taschentücher rein. Da passt wirklich eine Menge rein in diese Mini-Bag. Und ich nehme die einfach als Umhängetasche und dann bin ich ready. Ich hatte auch noch MCM-Schuhe, dann habe ich immer die MCM-Schuhe dazu getragen, die habe ich jetzt mittlerweile einer Freundin geschenkt. Aber die beiden in Kombination waren immer sehr, sehr hübsch, vielleicht mit einem weißen Kleidchen oder so, sah das immer ganz cool aus. Und ich versuche euch das zu verlinken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie finden werde, weil sie, wie gesagt, nicht mehr hergestellt wird. Also könntet ihr sie halt auch nur noch Vintage kaufen. Kommen wir als nächstes zu meiner ersten Dior-Tasche. Damals, ich glaube, das ist auch meine einzige. Das hier ist die Diorama Bag in so einem schönen Mauve. Und das war, glaube ich, die einzige, die es noch in Düsseldorf gab. Ich bin damals mit Paula nach Düsseldorf gefahren. Und wir sind dann bei Dior reingegangen. Und ich wollte eigentlich diese Klatsch mit dem J'adore. Und die gab es ja auch noch als Umhängetasche. Und ich habe sie anprobiert. Und ich war so elegant angezogen, dass es irgendwie nicht zum Style gepasst hat. Und der Typ meinte so, warte mal, ich hole dir die Diorama Bag. Und dann hat er mir diese geholt und sie ist wirklich unfassbar schön. Dior Bags werden wirklich aus Leder komplett gemacht. Das Leder ist auch nicht geteilt, wie bei vielen anderen Taschen. Zum Beispiel Prada teilt sehr gerne ein Lederstück in mehrere Schichten und macht dann daraus mehrere Taschen, während Dior eine ganze Schicht nimmt und daraus eine Tasche macht. Und deswegen ist sie auch qualitativ sehr hochwertig für die, die gerne oder die Leder tragen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal komplett geswitcht wird und dass man dann nicht mehr Leder tragen muss. Das hier ist meine einzige Dior-Tasche. Sie war auch sehr teuer, aber das Material ist absolut unempfindlich. Also ich finde, man kriegt hier nicht schnell irgendwie Kratzer rein. Die Farbe ist leider ein bisschen empfindlich. Das heißt, ihr könntet eventuell Flecken hinten von der Jeans oder sowas
bekommen. Könntet ihr bitte nicht mit irgendwie Aceton oder sowas dran gehen. Ich habe das dummerweise gemacht, weil mir ist was im Koffer ausgelaufen und dann ist die Jeans abgefärbt auf meine Dior Bag und dann bin ich hier mit einem Acetontuch drüber gegangen, wollte das vorsichtig abwischen und habe hier direkt Flecken bekommen. War nicht so gut. Danach habe ich die Tasche lange liegen gelassen, damit ich sie nicht weiterhin belaste, aber sie ist wirklich auch groß. Also die Diorama Bag, abgesehen davon, dass es ein Klassiker ist und dass man den immer tragen kann, der wird auch immer ein Klassiker bleiben. Wie viel Müll habe ich bisher drin? So, das hier ist die Tasche von innen. Die ist komplett aus Velour. Sie fühlt sich sehr weich und sehr schön an. Hier ist nochmal so ein Täschchen und hier ist einfach nochmal so eine Einlage, die man dann auch rausnehmen kann, wenn man will. Aber wenn man da Dreck ein bisschen vermeiden möchte, kann man das auch mal rausnehmen und dann waschen und dann wieder einsetzen. Und hier ist übrigens auch nochmal so ein Täschchen, wo man dann zum Beispiel Parkticket oder sowas reinmacht, bevor man das wieder in der kompletten Handtasche sucht und denkt, man hätte es verloren. Die ganzen Farben der Taschen sind nach Blumen gerichtet, also beziehungsweise seine Mama ist Floristin und er hat die ganzen Farben der Taschen dann auch so nach einer Blume also entschieden. Ich hoffe, dass das jemand verstanden hat. Die nächste Tasche ist eine Chanel und zwar ist es so eine Mini, ich weiß gar nicht, ich finde sie gar nicht im Netz, weil sie Vintage ist. Sie ist schon super alt und ich habe sie geschenkt bekommen. Das hier ist das Innenleben, also sie hat sogar hier noch so ein Umhängedings. Da nicht mein Portemonnaie rein. Ich kriege das schon rein, aber dann kriege ich die Tasche nicht zu, weil der Druckknopf funktioniert auch nicht mehr. Wahrscheinlich wie er mal früher funktioniert hat, außer man hat gar nichts drin. Also der geht super schnell auf und da passt halt einfach ein Handy rein und vielleicht noch so eine... Ja, so ein Kartenetui oder sowas mit Geld und sowas. Dafür gibt es hier extra solche Schlitze für Karten. Und es gibt sogar noch ein Fach mit einem Reißverschluss, falls ihr euer Geld hier reinmachen wollt. Dann würde eigentlich noch das Handy hier Platz finden. Und dann wäre das Ganze auch schon wieder okay oder ist das Ganze auch schon wieder völlig okay. Hier oben ist noch eine Geheimfachtasche. Das hat man früher sehr häufig gemacht bei Chanel-Taschen. Coco Chanel hat sich sehr ein Closed. Ja, so am Kloster orientiert und hat dann, weil es so viele Geheimeingänge gab und sowas, sich davon Inspiration geholt. Da kommen wir gleich nochmal bei einer anderen Tasche zu. Und deswegen hat sie viele so Geheimfächer und sowas in die Taschen eingebaut. Praktisch wird man halt schwerer beklaut. Und hier ist eine Tasche, die wirklich bis ganz nach unten geht. Bleiben wir bei Chanel. Ich war letztes Jahr im Store und habe meine 255 reparieren lassen wollen, weil... Sie ist Vintage und der Henkel war so ein bisschen, zeige ich euch gleich, so ein bisschen gerissen. Und dann hat sie mir halt erklärt, dass das nicht funktioniert und so weiter und dass ich das zu einem Taschendoktor praktisch geben muss. Das gibt es wirklich. So wie es auch Puppendoktor und sowas alles gibt, gibt es auch Taschendoktor. Und beziehungsweise zu so einem praktisch zu einem Schneider oder sowas. Und dann habe ich sie gefragt, ob welche Taschen sie gerade in Nude da hat. Und sie hat mir diese hier gezeigt. Das ist eine Pattentasche mit Henkel. Also es gibt die ganzen... Ich liebe das, wenn eine Tasche einen Henkel und einen Umhängegurt hat, weil man sich für beides einfach entscheiden kann. Weil meistens fehlt mir entweder das eine oder das andere. Und die kann man praktisch entweder hier super einfach hängen lassen. Oder was ich halt allermeistens mache, ist das als Umhängetasche benutzen. Aber es sieht halt manchmal einfach nicht so elegant aus. Und deswegen brauche ich beides, damit ich auch mehr Nutzen aus einer Tasche habe. Und das hier ist wirklich eine der wundervollsten Taschen, die ich besitze. Das Leder immer also als Umhangdings, das ist immer sehr anfällig. Das raut irgendwann an und das sieht irgendwann so ein bisschen... Keine Ahnung, also es sieht so ein bisschen irgendwie nicht mehr so geil aus. Und wenn man halt einen sehr hohen Preis dafür bezahlt hat, dann ärgert man sich über solche Kleinigkeiten. Aber ich trage sie unfassbar gerne. Das Material ist so unempfindlich. Ich meine, es ist Kaviar und Kaviar ist so unempfindlich. Ihr könnt da drüber kratzen und es passiert nichts. Bei meiner 255 geht da drüber mit dem Fingernägel und sie ist komplett zerkratzt. Also das hier ist super unempfindlich, da könnt ihr hängen bleiben und so, ohne dass die Tasche irgendwie was davon abbekommt. Das ist einer meiner liebsten Taschen, weil sie auch so, sie ist so, man kann so mit ihr, also sie darf leben, weil Taschen, die nicht leben dürfen und die man ständig irgendwie in die Vitrine stellt und sie nicht benutzt und nicht ausführt und so, nicht sich daran erfreut, ist für mich halt voll die Geldverschwendung. Und deswegen, ja, das ist wirklich eine wunderbare Tasche. Sie hat auch Binden-Tempo. Sie hat unglaublich viel Stauraum. Also ich mache hier vorne immer direkt alles rein und man hat hier hinten auch nochmal Platz, um noch mehr Sachen zu verstauen. In der Mitte ist wieder ein Reißverschluss, in dem man
der zum Beispiel irgendwas reinmachen will, was nicht jeder sehen soll. Und ja, dann ist da auch nochmal so eine Seitentasche. Es gibt meistens noch so ein Fach, das ist immer dieses mittlere Fach für Lippenstifte, weil sie immer gesagt hat, das fehlt in den Handtaschen. Kann auf jeden Fall hier immer seinen Lippenstift dann reintun, dann hat man den auch direkt auf einem Griff wieder raus. Meine nächste Tasche ist von Ted Baker. Ich habe sie mir damals, ich glaube, auf Fuerteventura gekauft. Bin ich mir ganz sicher, ich glaube schon. Die habe ich gesehen und habe mich verliebt in sie. So eine wunderschöne nudefarbene Tasche mit dieser wunderschönen süßen Schleife hier, die man sehr schön zu so Sommerkleidchen und so tragen kann. Das macht das Ganze, den ganzen Look so ein bisschen girly. So voll der Ted Baker-Style. Die haben immer sehr große Knöpfe und so größere Schleifen und so. Wirklich sehr schöne Taschen, die auch sehr hochwertig sind. Ich habe irgendwann mal, weil es so ein glattes Leder ist, hier einen kleinen Kratzer reinbekommen. Aber ansonsten hat die Tasche wirklich sehr, sehr viel mitgemacht. Und sie hat auch so ein langes Band, so ein Umhängeband mit da drin. Guck mal, stellt euch mal vor, sie hätte so einen kleinen Henkel. Bitte, wie süß wäre das, wenn die so einen kleinen braunen Henkel hätte, so zum Festhalten. Genau, das Innenleben sieht so aus. Und wenn mir die Tasche übrigens zu lang ist, dann wickle ich das Ganze einmal hier so drum und trage sie dann noch kürzer, falls ihr Probleme habt, dass ihr Umhängetaschen euch zu lang sind. Es ist ein sehr schönes Braun-Nude, was zu sehr vielen braunen Tönen passt. Das Problem habe ich zum Beispiel bei der Diorama Bag, dass sie dieses Mauve passt nicht zu beige. Das kannst du knicken beim Tragen. Das sieht einfach nicht schön aus. Es wird dann so gräulich. Und deswegen trage ich das immer so zu zarten Tönen, eher zu einem Champagner oder zu so einem Perlweiß oder zu einem Mauve selbst. Passt die Tasche ganz gut dazu. Aber diese Farbe passt wirklich zu. Ich versuche diese Tasche euch irgendwie zu verlinken, weil sie ist bestimmt 4-5 Jahre alt und deswegen versuche ich sie herauszusuchen. Aber es gibt ganz tolle Ted Baker Taschen, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal umgucken. Dann die nächste ist die Valentino Tasche. Ich glaube, es nennt sich mittlerweile Valentino Garavani, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist die Spike, beziehungsweise die Rockstar Spike. Und die habe ich in Berlin gekauft und zwar mit meiner Freundin Tara. Nee, sie hat genau dieselbe Tasche gekauft. Wir beide haben genau dieselbe Tasche gekauft. Bitte, was hier drin ist. Jedenfalls, das hier ist die Rockstar Spike. Und Leute, ich dachte, oh mein Gott, meine erste weiße Tasche, sie wird mich meinen letzten Nerv kosten, weil vor allem es auch noch ein glattes Leder ist. Das Außenmaterial besteht aus 100% Leder. Hier drin hat man noch eine Tasche mit einem Reißverschluss und nochmal so ein anderes Täschchen. Und das Rot finde ich auch sehr schön hier. Diese Tasche gab es in vielen, vielen Farben, auch später im Herbst, in einem richtig schönen braunen Cognac-Ton. Wirklich sehr, sehr hübsch. Und ja, die gab es auch in Rot, in Schwarz, mit einem großen Valentino-Zeichen hier drauf, ohne. Ich muss sagen, das Riemchen tut schon, also kann schon wehtun auf nackter Haut, wenn ihr irgendwie einen Top trägt oder ein Off-Shoulder-Oberteil oder so. Alle haben mir gesagt, oh mein Gott, du wirst hier auf jeden Fall von der Jeans Flecken bekommen, auch von der schwarzen Jeans und so weiter. Ich habe alles getragen, so wie immer. Und ich habe nichts hier drauf, gar nichts. Ich habe sie vielleicht einmal mit einem Feuchttuch abgewischt. Das war's. Und selbst wenn ich kleine Mini-Flecken hier irgendwo habe, dann gehe ich da mit einem Feuchttuch drüber und dann sind die weg. Also so toll ist diese Tasche. Wenn man halt so viel Geld ausgibt, dann gibt man eigentlich von sowas aus, aber es ist leider nicht so. Also man hat ganz viele empfindliche Taschen, Velour oder feines Leder irgendwie oder feinen Stoff oder Kunststoff oder wie auch immer. Egal welches Material, es ist nicht so, dass man irgendwie eine teure Tasche kauft und dann auch was bekommt für sein Geld, sondern manchmal muss man richtig aufpassen. Und das hier ist wirklich eine Tasche, die ich sehr empfehlen kann, falls ihr auf diese Spikes steht. Finde ich sehr cool, kann man sehr, sehr, sehr rockig kombinieren, aber habe ich auch schon chillig getragen, habe ich auch schon elegant getragen, deswegen. Als nächstes habe ich hier eine Hermes Birkin Bag. Ich habe lange, lange mich nicht in einen Hermes-Store getraut, weil, mein Gott, also man geht ja da rein und dann entscheiden die Verkäufer, ob sie dir eine Tasche verkaufen oder nicht. Ob du es praktisch wert bist, eine Hermes zu kaufen oder nicht. Manchmal kommt man Jahre auf eine Warteliste, bevor man überhaupt an eine Hermes-Tasche kommt. Das ist einfach die Philosophie der Marke. Wenn man das nicht unterstützt, dann braucht man keine Hermes tragen. Dann ist das halt einfach so. Aber ich finde das ganz spannend, ganz cool. Und es gibt weltweit wirklich sehr, sehr wenig Näher für diese Taschen. Die sind halt einfach sehr exklusiv. Und ja, das hier ist eine Birkin Bag aus Velour. Und ich muss schon wirklich sagen, dieses Velour-Leder ist wie jedes andere Velour-Leder sehr empfindlich. Also es sieht
Ich komme gleich zu einer Yves Saint Laurent, wo ich euch genau dasselbe zeige und sage, aber es sieht halt einfach sehr schnell älter aus. Ne? Das stört mich jetzt zum Beispiel nicht bei der, weil sie hat schon so einen Vintage-Touch. Also man kann sie auch mit verramschten Ecken und sowas alles tragen. Was mich sehr stört, ist, dass ich diese Tasche immer so tragen muss. Vielleicht versteht ihr jetzt auch mein Go für lange Henkel, wie ich es jetzt zum Beispiel auch gleich bei der Kelly Bag euch zeigen werde. Man hat immer noch die Möglichkeit, das als Umhängetasche zu benutzen und sie wird hier irgendwann einfach unangenehm. Deswegen nehme ich sie zum Beispiel zu kurzen Meetings mit oder zu einem Abendessen mit meinem Verlobten um die Ecke oder so. Dann ist es nicht so schlimm, dann lege ich sie ja die meiste Zeit ab. Aber für einen Spaziergang ist diese Tasche einfach nichts oder für einen Einkauf, für ein Shopping in der Stadt oder sowas ist diese Tasche leider einfach nichts, weil man muss sie dauerhaft an den Händen tragen. Man kommt leider dann irgendwann dazu, die Tasche irgendwo abzulegen und sie zu vergessen oder wie auch immer. Und deswegen ist diese Tasche halt für mich, ich liebe sie, sie ist wunderschön und aber ihr dürft nicht vergessen, sie hat halt nur diese Henkel. Wunderschöne Tasche. Weiter geht's mit einer Tasche, die ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe, die diese Tasche nicht mehr trägt. Und deswegen hat sie mir weitergegeben, weil sie weiß, was für ein Fanatiker ich bin. Weil sie weiß, was für ein Taschenliebhaber ich bin. Das ist die Celine Luggage Handtasche und zwar die Mini in Pink. Und ich, es ist schwer, also ich würde nicht empfehlen, eine pinke Tasche zu benutzen, wenn ihr diese Tasche immer tragen wollt, weil ich glaube, irgendwann ist man da raus, so eine pinke Tasche zu tragen. Vielleicht auch nicht, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich werde sie wahrscheinlich auch irgendwann meiner Tochter weitergeben, wenn ich eine bekomme. Oder irgendwie eine Nichte oder so. Auf jeden Fall ist das die Mini Luggage Bag, die sie mir übrigens auch in Schwarz noch geschenkt hat. Sehr schön zu Kleidchen, zu Jeans und Shirt. Ganz easy tragen kann, ohne dass man jetzt irgendwie ein großes Tamtam draus machen muss. Es passt super viel rein. Was ich auch super gerne mag, ist, dass sie einen Umhängegurt und auch so einen Henkel hat zum Tragen. Also sehr, sehr praktisch. Ich habe vorhin gelogen. Ich habe hier noch eine Dior Bag. Ich habe die voll vergessen, Leute. Das ist eine Mini Clutch von Dior. Und ihr seht, sie ist super schmal. Also sie ist, es passt kaum was rein. Aber auch sie hat wieder Vorteile, weil sie hat hier wieder einen Reißverschluss, der ja Kartenetui integriert ist. Und ja, deswegen passt das ganz gut. Auch die ist wirklich sehr, sehr hübsch für so. Das ist die teilweise Velour-Tasche, von der ich vorhin geredet habe. Das ist die Saint Laurent Bag. Die hat mich damals auch sehr enttäuscht, weil, also ich finde sie immer noch nach wie vor sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schön. Ich habe sie im Apropos gekauft, hier in Köln. Und sie hat wieder einen Henkel hier, was ich auch sehr schön finde, wie gesagt. Und halt ein Umhängegurt. Und beides ist auch sehr, sehr praktisch, sehr, sehr schön. Ich kann sie hier einfach, wenn es schnell gehen muss, wenn ich schnell rausgehen muss, einfach nur packen und dann gehen. Und auch sie hat wieder super viel Platz, Stauraum für Portemonnaie und Handy. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, was bei mir rein muss. Und der Schlüssel natürlich. Der Schlüssel ist auch relativ voll, so. Und deswegen muss da auch viel reinpassen. Und die ist halt teilweise aus Leder und teilweise aus Velour gemacht. Und dieses Velour sieht halt sehr schnell abgetragen aus. Und ich war 2 Wochen später direkt bei Apropos und habe mich darüber beschwert. Und ich habe leider keine Retoure oder so mehr bekommen oder auch keinen Ersatz oder durfte nicht irgendwie einen Gutschein nehmen oder sowas, weil das ist praktisch so bei einer Velour-Tasche. Ich habe sie auch extra imprägniert mit einem Spray, welches sie mir verkauft haben und so weiter. Und trotzdem war das so schnell schon so abgenutzt. Deswegen finde ich das sehr, sehr schade. Vor allem hier hinten, wo die Jeans immer dran reibt, ist sie so, seht ihr, das ist noch abgetragener, sieht noch, also sie sieht einfach so alt direkt aus. Und bevor eine Tasche zu Vintage wird, würde ich sie gerne neuwertig lange tragen, bevor sie halt so aussieht. War halt leider nicht der Fall. Trotzdem eine wunderschöne Tasche, die ich bis jetzt immer noch sehr gerne trage. Also es ist keine Tasche, die ich jetzt verkaufen würde oder sowas. Und auch dieses Grau sieht sehr schön aus. Auch so im Winter oder auch im Frühling ist sehr so eine sehr universelle Farbe, die man auch zu einem hellgrauen Shirt zum Beispiel tragen kann und so einer Mom Jeans oder so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ich habe die falsche Bezeichnung für die Tasche gesagt. Und zwar geht es hier um die Kelly Bag von Hermes. Und die hat auch wieder ein Riemchen, würde ich immer sagen. Hier so ein Henkel und eine Umhänge. Also ein Umhängegurt. Und dieser Umhängegurt ist für mich perfekt lang. Er liegt, die Tasche liegt wirklich, ich bin jetzt in meiner Leggings und hier in meinem Wabbellook, ne, aber die liegt perfekt einfach auf meiner Hüfte drauf und sitzt da einfach auch so schön. Und ist nicht, wenn sie einen Tick größer ist, dann fängt die auch an zu wackeln auf der Hüfte, was auch nicht schön ist. Also geht auch ein paar Schritte auf jeden Fall damit. Sie hat so eine wunderschöne Farbe, so ein richtig schönes, tiefes Rot. Bei dieser Tasche habe ich das Schloss abgemacht, weil ich kann zwischendurch einfach die Tasche dann so
wenigstens, weil ich bin so ein Typ, der seine Taschen gerne offen lässt, ne, kann die wenigstens so verschließen, sodass da nicht jemand einfach die Hand reinstecken kann. Also diese Tasche ist phänomenal schön. Sie ist wirklich eine meiner allerliebsten Taschen, super schlicht, ohne Fett-Logo oder irgendwas. Dafür bin ich nicht so der Typ, weil ich finde, dass es eine Tasche immer von kurzer Dauer ist. Aber das hier ist eine mega schöne Tasche von außen, auch von innen hat sie sehr viel Stauraum. Sie ist noch relativ hart, weil sie noch so neu ist, aber ich glaube, dass das dann sich irgendwann legt. Hier ist auch noch dieses Schloss drin und ein Lipgloss und man hat hier an den Seiten auch wieder Taschen und auch drinnen wieder so eine Tasche mit einem Reißverschluss. Aber auch die kann ich absolut empfehlen. Die ist richtig robust, gar nicht so zu zerkratzen oder so. Dieses raue Leder, was ihr da sehen könnt. Es ist immer besser, wenn ihr euch für eine Lederhandtasche entscheidet, als dieses. Oh mein Gott. Ich mache jetzt mal weiter mit der nächsten Tasche. Ich habe gerade vergessen, was ich jetzt noch zu der MS gesagt habe, aber das hier sind so meine farbenfrohen Taschen. Es gibt noch eine, die habe ich von meinem Verlobten damals zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar ist das die Valentino. Und zwar ist es die Valentino Rockstar. Also sie gehört auch wieder zu den Rockstar-Taschen. Es gibt ja auch die Rockstar-Schuhe, ganz, ganz große Kollektion, auch Sandalen, High Heels, Sneaker und so weiter. Und oh mein Gott, ich habe hier wieder so viel Zeug drin. So sieht sie von innen aus. Sie ist innen aus so einem Velour. Und hier habe ich noch irgendwas drin, eine Karte. Like this. Schön aus dem schönen Velour. Ich habe mich in diese Tasche verliebt. Sie ist so schön. Und sie hat zwar kein Riemchen, aber es ist auch keine Tasche, die eins irgendwie nötig hat, weil man sie perfekt einfach über die Schulter hängen kann. Auch sie hat wieder eine schöne Länge. Und bei den Valentino-Taschen ist es meistens so, dass ihr das, wenn ihr ein Lederriemchen habt, auch verstellen könnt, je nach Größe, ne? Also finde ich zwar ein bisschen doof, weil dieses Ding hier dann immer so absteht und hier nicht nochmal irgendwie so ein, wie so eine Schlaufe ist, wo man das dann reinstecken kann, weil es halt einfach so frei rumsteht und sich dann immer so wölbt und ja. Schönes, tiefes, ja, Mittelrot, also nicht so dunkel wie die Hermès, was schon fast Bordeaux ist, aber so, ja, so ein, ihr seht es ja. Übrigens auch ein sehr unempfindliches, kratzunempfindliches Leder. Als nächstes wollte ich weitermachen mit meiner Louis Vuitton Sammlung. Ich zeige euch mal kurz die Speedy, die ich mir damals gekauft habe und zwar in London. Da war so eine Riesenschlange und ich habe 550 Pound damals dafür bezahlt. Das hier ist leider die ohne Riemen. Und deswegen ist sie auch für mich so selten im Gebrauch, weil ich es sehr schwer finde, den ganzen Tag eine Tasche so zu tragen. Ich finde sie für Reisen ganz praktisch, weil es passt unglaublich viel rein. Ich habe hier damals ein Riemen-Dings da gekauft. Stimmt gar nicht, habe ich meiner Schwester abgerippt. Dafür gibt es auch Einlegeböden, die wollte ich mir auch mal holen. Dann hängt die Tasche nämlich nicht so durch. Kann ich euch mal gerne in die Infobox verlinken, da müsst ihr halt für eure eigene Größe was suchen. Aber ich verlinke euch mal gerne das für die Größe mal in die Infobox, dann kann man das so auswählen. Und da gibt es extra Einlegeböden, damit die Tasche halt nicht so durchhängt, wenn man was reinmacht. Das auch sehr, sehr schön dann aussieht. Kommen wir noch zu der Noé. Ich habe dann der Noé über die Weihnachtszeit damals ein goldenes Bändchen drum gemacht und habe es noch nicht ausgetauscht, wollte das irgendwann mal machen. Die Noé habe ich von Glück und Glanz. Also sie war komplett vintage. Sie hat auch hier unten komplett ausgelaufen, irgendwas in der Tasche und abgestellt auf dem Boden. Ich stelle nie Taschen auf dem Boden ab. Erstens bringt das Unglück, zweitens sagt man, verliert man Geld. Und drittens sollte man Designertaschen nicht auf den Boden stellen, weil das könnte herzzerbrechend sein. Weil wenn ich die nämlich jetzt umlege und ich könnte natürlich auch diesen Gurt nehmen, ne, um das von Glück und Glanzen Gurt, der aus demselben Stoff gemacht wird oder aus demselben Leder wie die Louis Vuitton Leder. Also bei Glück und Glanz könnt ihr diese Umhängegurte auch kaufen. Und das Ding ist, wenn ich sie halt so trage, seht ihr das? Dann sieht man diesen Boden, der schon so, kommt da nicht drum herum, dass man es irgendwie so ein bisschen verstecken kann oder so, sondern man sieht das leider bei der Tasche, weil die sich so nach vorne kippt. Und das hier ist die große Noé, die mittlere Noé und es gibt auch noch die kleine, die ich eher empfehle, weil die Noé passt schon sehr viel rein, deswegen braucht man nicht noch mehr und sie kann sehr, sehr schnell sehr globig auf einem aussehen. Ja, die Tasche habe ich auch bis zum Abwinken getragen, finde ich auch super und habe ich auch damals meiner Schwester direkt zum Geburtstag geschenkt, weil sie auch sehr, sehr schön findet. So, dann kommen wir noch zu der Neverfull. Das ist meine neueste von Louis. Neverfull ist richtig, da ist so viel Zeug drin. Die kommt auch wieder mit einer Klatsch drin. Und die man halt so hier drin an dem, wie bei der MCM, auch so befestigen kann. Das ist übrigens mein Schlüssel. Der
muss in eine Handtasche reinpassen, weil wo soll ich sonst meinen Schlüssel hin tun? Da habe ich auch dieses kleine Schlüsseletui von Louis Vuitton reingemacht. Da passt manchmal auch Kleingeld rein und so, wenn das Portemonnaie sonst nicht reinpasst oder wenn man es sonst nicht braucht. Aber genau, das hier ist mein Schlüsselbund. Und das hier ist, wie gesagt, die Neverfull in dem Monogramm. Ich mag das Monogramm eigentlich lieber als das Schachbrettmuster. Also dieses LV-Muster mag ich lieber. Das nennt man Monogramm. Und man kann die Tasche auch hier sonst noch so, kann man die dann nochmal falten, so. Dann hat man auch so ein bisschen einen anderen Style von der Tasche. Mag ich sehr gerne, passt richtig viel rein. Vor allem mein Laptop und den mitzunehmen, plus ein iPad und alle anderen Dinge. Dann haben wir noch nämlich zwei kleine, die Favorite. Das ist die Favorite MM, glaube ich, also die kleinere Variante. Ich kenne mich mit den Größen leider nicht so ganz so gut aus. Die habe ich in Paris gekauft und ich wusste gar nicht, was für ein Glück ich habe, dass es sie da noch gab. Und ich habe sie in Größe meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt, denn da passt dann wirklich alles rein. Also die Tasche ist mega, weil da passt wirklich einfach alles rein. Und ja, das hier ist eine schöne Umhängetasche, da passt eigentlich alles rein, was ich da reinpacken will. Sie passt zu jedem Style, also sie ist wirklich mega schön und auch von innen ist sie halt so rot. Sieht auch sehr hübsch aus. Dann noch eine Tasche von Louis Vuitton, die sehr beliebt ist. Das ist die Pochette Felice. Die habe ich von meiner Mama bekommen. Ich kann allerdings nicht sie so empfehlen als einzige oder erste Anschaffung von Louis, weil ihr werdet euch sehr ärgern. Sie hat zwar zwei verschiedene so kleine Innentaschen mit drin, aber die hier finde ich auch sehr praktisch. Ist hier was drin? Ja, 5 Cent. Und einmal noch das hier. Das ist nochmal so ein separates Kartenetui, weil... Also praktisch wie ein Portemonnaie extern, weil hier passt nada was rein. Also wirklich null. Also euer Handy und dann ist gut. Und diese zwei Dinger. Also das hier habe ich auch oft genommen und einfach in eine andere Tasche gelegt, falls ich irgendwas Flaches mitnehmen musste oder so. Aber da passt wirklich fast gar nichts rein. Also die hat hier so einen relativ langen Umhängegurt, den ich auch meistens zweimal umschlage, beziehungsweise den ich auch sehr gerne einfach als Taillen, also ich nehme die Tasche sehr gerne einfach als Taillentasche, weil ich kann sie mir perfekt um meine Taille binden. Achtet bitte nicht so auf meine Leggings und so, aber man kann sie praktisch so tragen. Also so trage ich sie lieber eher so zu so einem chilligen oder zu so einem sportlicheren Look um den Bauch herum. Ich habe mir damals eine Tasche bei Breuninger gekauft und zwar von Longchamp. Ich habe die zusammen mit meiner Mama gekauft. Die war reduziert irgendwie auf 400 Euro von 800 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich war so, soll ich von meiner Mama so, hallo, du musst... Sie ist perfekt für mein iPad jetzt. Also ich habe jetzt die perfekte Chance, mein iPad da reinzulegen. Mein iPad ist gerade oben, aber sonst würde ich euch das zeigen. Das passt einfach haargenau hier rein. Und sie hat super viele Fächer. Man kann hier sehr, sehr viel verstauen. Ich nehme sie meistens mit zum Reisen. Sie hat wieder Henkel, was ich super finde. Und sie hat wieder einen Gurt, den man schön umhängen kann. Tasche ist auch, obwohl sie so ein glattes Leder hat, relativ unempfindlich. Also ich habe keinen einzigen Kratzer oder einen Riss oder sowas in der Tasche drin. Und sie hat das ganz schlichte Longchamp-Zeichen. Und ja, ist auch hinten komplett ganz schlecht. Dann kommen wir noch zu einer meiner ältesten Yves Saint Laurent-Taschen. Und zwar ist das diese hier. Das ist die College Bag von Yves Saint Laurent. Eine wirklich schöne Größe mit einem wirklich schönen... Das ist so ein bisschen... Hermes ist so ein tiefes, dunkles Rot und das ist so ein Pflaume. Also eher so ein lila, Lilac-Ding mit diesem Gold in Kombination. Sieht die richtig schön aus. Und sie hat auch einen Henkel, wo man die Tasche gut befestigen kann oder auch so ein schönes Band übrigens drum binden kann. Sie hat hier hinten eine richtig große Tasche, wo man auch einfach das Handy reinlegen kann, falls man nicht immer die Tasche aufmachen möchte. Und auch innen ist da super viel Platz drin. Ich muss sagen, leider ist mir das Innenfutter gerissen. Ich weiß nicht, was da drin war, was das so aufgeschlitzt hat. Ich muss das auf jeden Fall wieder zusammennähen lassen, weil die ganzen Dinge, die rutschen natürlich unten in dieses Loch dann so rein. Ne? Fasst mal drüber, ihr werdet das spüren, ob das ein empfindliches. Redet mit den Verkäufern, die helfen da euch auch weiter und fragt die, weil die sagen euch ja, das ist eher empfindliches Leder, das ist eher unempfindlicheres Leder. Ne? Aber manche stehen zum Beispiel auch auf Lack, aber Lack ist super schnell zerkratzt, aber trotzdem mögen die das halt. Ne? Und dann ist das halt so. Aber ja, das ist so mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist ein Henkel. Und ein Umhängegurt. Finde ich auch immer sehr, sehr praktisch einfach. Und jetzt kommen wir zu meinen schwarzen Taschen. Wir haben hier einmal nochmal die Celine Bag, die ich euch auch hier gerade in Pink gezeigt habe. Eigentlich genau dasselbe Spiel, nur in Schwarz. Und die trage ich so oft. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Geschenk, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Auch über die Pink, aber die hier trage ich halt einfach öfter. Hier vorne ist noch so eine Tasche, aber kein Mensch, glaube ich, benutzt das. So, dann habe ich einmal die Givenchy Tote Antigona in Medium. Ich glaube, das ist Medium, weil Mini ist, glaube ich, noch kleiner. Und die habe ich auch schon ewig.
Also da habe ich auch schon Sachen reingemacht. Die hat sich auch teilweise ein bisschen verformt, das Leder. Aber ich liebe diese Tasche. Der Reißverschluss war erst am Anfang sehr hart. Ich habe mich die ganze Zeit daran aufgeschlitzt. Aber der ist irgendwann weich geworden. Und auch die Tasche hat wieder einen Umhängegurt und so einen Henkel. Und sieht richtig schön aus. Das Leder ist absolut unempfindlich. Also es ist 0,0 so, dass ihr das irgendwie zerkratzt oder so. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Tasche, die ich echt empfehlen kann. Auch die Antigona in groß. Da könnt ihr auch super viel reinmachen. Auch Laptop, PC, die Welt, passt alles rein. Was ich aber an der Tasche sagen muss, ist, dass sie an sich schon schwer ist. Also sie ist keine leichte Tasche. Ihr habt immer Gewicht auf euch. Klar, dann spürt ihr die Tasche, aber wenn ihr zum Beispiel noch mehr Gewicht reinmachen wollt, dann wird sie immer schwerer, selbstverständlich. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall vor Augen halten. Kommen wir zu der nächsten Yves Saint Laurent. Ich glaube, das ist jetzt die dritte, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Auch dieses Leder ist so unempfindlich. Seht ihr dieses grobe Leder? Das ist so unempfindlich. Also ihr könnt, nichts passiert. Und das ist auch wieder eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Es ist eine, wie so eine Clutch Bag. Die hat ein Umhängegurt. Sie ist innen wieder wie die Pochette Petite sehr, sehr schmal. Also ohne Witz, das Handy passt rein. Also sonst, wenn ihr halt das zu voll macht und hier auch noch Sachen reinmacht, dann kriegt ihr halt diesen Druckknopf nicht mehr zu. Aber ihr könnt halt immer noch hier eure Karten und euer Geld reinmachen. Und auch hier ist wieder so ein Kartenetui. Also da muss man einfach nur Bock haben manchmal, um einfach neue Karten, also nochmal sein Portemonnaie auszuräumen und da nochmal die ganzen Sachen reinzumachen und umzuswitchen. Ne? Aber an sich eine wirklich sehr schöne Tasche. Ich würde sie mir auch definitiv auch in groß holen, statt so in der Form von der College Bag. Auch in diesem schönen, harten Leder. Das ist ja dieses weiche, knautschige, also das ist so richtig so, ne, was nicht so richtig. Aber das hier kannst du halt nicht einfach verformen, aber es sieht richtig cool aus in dieser großen Größe. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie halt dann auch so flach ist, weil dann passt, also außer ein iPad. So, dann kommen wir zu der Bulgari Serpendi Bag. Die habe ich auch bei Glück und Glanz geholt und es ist eine wunderschöne Tasche. Die hat so einen Knopf aus einem Schlangenlogo, welches das Logo von Bulgari ist. Hier auf der Rückseite steht auch nochmal Bulgari drauf und die hat so richtig schöne Stickereien, die so übereinander gehen. Also diese Lederstücke gehen übereinander. Das hier, sieht man das hier, dreidimensional alles aussieht und es ist eine wirklich wunderschöne Tasche. Sie hat auch hier so einen dünnen Schulterriemen aus Metall, der auch auf nackter Haut echt wehtut. Und die Tasche an sich ist auch schwer, aber es macht mir gar nichts. Ich finde die Tasche so schön. Ich liebe sie über alles. Es ist eine richtig schöne, sehr elegante Tasche. Innen drin ist sie so grünlich. Das hier ist mein Portemonnaie. Und sie hat auch so mehrere Fächer. Hier in der Mitte ist nochmal ein Fach mit Reißverschluss. Und hier ist auch nochmal ein Fach. Und hier sind eigentlich überall Fächer, um genug zu verstauen. Und ja, eine sehr, sehr schöne Tasche. Und dieser Druckknopf, der ist echt robust. Also auch wenn die Tasche voll ist, geht die Tasche noch zu und bleibt dann auch zu. Was ich auch sehr schön finde, vor allem mit diesem Schlangenkopf und den Augen. Da sieht das richtig, richtig schön aus. Kann ich euch echt empfehlen, auch mal bei Glück und Glanz vorbeizuschauen und auch mal nach Vintage-Taschen zu gucken. Und die Tasche, darüber will ich gar nicht so viel erzählen, weil ich habe sie euch schon mal gezeigt in einem anderen Taschenvideo, eigentlich die anderen Taschen auch, aber über die rede ich ja so oft. Das ist die Chanel 255, also im Februar 1955 von Coco Chanel designt und entworfen und auf den Markt gebracht. Das ist eine wunderschöne Tasche. Ich habe die Vintage in New York gekauft und hier deswegen bin ich damals zu Chanel gegangen. Ich habe es leider bis jetzt noch nicht geschafft, dann nochmal woanders hinzugehen. Also hier ist das praktisch durchgerissen und das müsste eigentlich nur noch einmal neu vernäht werden. Also man schiebt dieses Lederriemchen einfach wieder hier in diese Ösen rein und dann näht man das Ganze einfach wieder zusammen. Ich wollte extra eine, die mein Baujahr ist, also 1991. Sie wurde damals noch in Paris hergestellt und das ist noch echtes Gold. Die heutzutage werden nur noch vergoldet, soweit ich weiß. Das ist eine Double Flap Bag, sprich Flap 1, Flap 2. Das Rote hier unten ist an den Gewändern der Mönche inspiriert und designt. Also die hat sich vor ein Kloster, wie gesagt, gesetzt und hat sich das alles mal angeguckt und hat sich davon inspirieren lassen. Und die hatten Farben, also Gewänder in diesen Farben an. Und das hier sind die Fächer. Auch wirklich meine Lieblingstasche. Habe ich sportlich, elegant, chillig, egal wie getragen, wertet immer alles auf. Und das ist eine Tasche, die man lebenlang tragen kann. Die ist so klassisch und wird nie aus diesem Trend rausgehen, dass man sie wirklich einmal investiert hat und dann kann man immer weiter diese Tasche tragen. Die hat allerdings ein viel empfindlicheres Leder. Und auch hier drin sieht man, ist sie ja relativ gut abgenutzt, aber ja, sie hat ihre Jahre gehabt, ne? Und sie wurde viel getragen und
Ich liebe sie für das, was sie ist. Oh mein Gott, ich glaube, das war das längste Video aller Zeiten. Ne? Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Am Freitag werde ich höchstwahrscheinlich einen Haul für euch abdrehen, den ich online getätigt habe. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Freue mich sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns dann ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Tschüssi.